Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht's ums Schnarchen. Ja, nicht selten werde ich von den Ehefrauen oder Ehemännern gefragt, was man denn machen kann, weil der Partner schnarcht. Gibt's da überhaupt was? Wo kommt das her? Was sind die Ursachen? Darum geht's jetzt hier in dem Video. Also das Schnarchen selber hat zwei grundsätzliche Orte, an denen es entsteht. Einmal in dem Nasenbereich und einmal im Hals-Rachenbereich. Beides hat verschiedene Gründe. Der erste Grund, der Hauptgrund, der oft da ist, sind das Anschwellen der Schleimhäute. Wenn also die Schleimhäute im Nasen-Rachenbereich anschwellen, dann kann es dazu kommen, dass die Wege der Luft verengt sind und es zu diesem Schnarchgeräusch kommen kann. Hier sind jetzt wichtig, dass man weiß, welche Gründe führen denn dazu, dass es anschwellt. Und das erste ist natürlich mal die klassische Infektion, die durchaus chronisch sein kann. Es kann sein, dass wir eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung haben. Und zu den Nasennebenhöhlen gehören eben auch die Schleimhäute in der Nase. Und da kann es dann sein, dass das chronisch anschwillt, weil wir vielleicht chronisch Streptokokken in den Nebenhöhlen leben haben. Es kann auch sein, dass es chronische Viren sind. Und da heißt es dann natürlich, dass man dagegen vorgehen darf und schauen muss, was hilft hier am besten, um das in den Griff zu kriegen. Wichtig, Antibiotika ist nicht die Lösung. Da gibt es andere, bessere Lösungen. Die zeigen wir in unseren Kursen zum Beispiel, was man da gut machen kann. Ja, im Praxis-Family-System kriegt ihr dann eine genaue Anleitung. Das ist das eine. Das zweite, was sein kann, ist, dass es ein Anschwellen der Schleimhäute ist aufgrund einer Allergie. Jetzt kann es entweder sein, die Allergie kommt von außen durch Pollen oder andere Dinge, die in die Nase einströmen und das Anschwellen verursachen. Oder sie kommt von innen durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Darm. Der Darm und die Schleimhäute in den Nebenhöhlen und der Nase sind direkt miteinander verbunden. Und wenn hier was nicht stimmt im Bauchraum, dann stimmt auch was in den Nebenhöhlen und in den Nasenschleimhäuten oft nicht. Und hier ist eins der ersten Punkte, wo wir immer suchen. Also es kann gut sein, dass eine Unverträglichkeit besteht, zum Beispiel auf Milchprodukte oder auf Gluten. Und wenn man das weglässt, dann wird es dem Darm besser und dann wird es automatisch auch der Schleimhaut in der Nase besser und plötzlich kann man besser atmen und schnarcht nicht mehr. Das ist einer der Gründe. Dann kann es natürlich sein, dass es sogenannte Toxine oder Noxen sind, also Dinge, die von außen kommen, die toxisch sind. Ja, Rauch zum Beispiel, Dämpfe, Gifte, bestimmte Stoffe, die aus den Teppichböden oder aus den Möbeln oder aus den Wänden ausgasen, Weichmacher, Holzschutzmittel etc. kann alles dazu führen, dass die Nase mit einem Dickwerden reagiert und man dann nicht mehr richtig atmen kann. Das ist besonders hier an dieser Stelle wichtig, wenn es immer wieder nur in einem Raum passiert, im anderen Raum aber nicht. Dann ist das ein Hinweis, irgendwas stimmt im Raum nicht. Ja, man kann das dann immer auch testen, wenn man einfach mal woanders schläft, ob es dann besser ist. Wenn es dann besser ist, weiß man, irgendwas stimmt im Raum nicht. Das ist also dieses Anschwellen der Schleimhäute. Und hier kann man normalerweise ganz gut eingreifen, sodass das besser wird. Das zweite große Problem, da wo das Schnarchen noch entstehen kann, nämlich im Rachenbereich, das hat oft etwas andere Ursachen. Aber auch hier gibt es die Ursachen, die man beeinflussen kann. Manche kann man nicht so leicht oder so gut beeinflussen. Eines der großen Gründe, warum im Rachen das Schnarchen entstehen kann, ist Übergewicht. Wenn ich übergewichtig bin, dann kann es passieren, dass zu viel Masse im Hals-Rachenbereich einfach drückt auf die Atemwege und dass das dann dazu führt, dass dann eine Verengung entsteht und ein Schnarchgeräusch. Hier kann man unter Umständen durch Verändern der Schlafposition was erreichen. Ja, wenn man nicht auf dem Rücken schläft, sondern vielleicht auf der Seite schläft, dann ist es so, dass dann die Atemwege oft freier sind und dass man dann besser Luft bekommt und eben nicht so viel schnarchen muss. Das ist allgemein ein guter Tipp. Rückenschlafen sorgt meistens dafür, dass das Schnarchen entsteht. Wenn jemand partout nicht anders kann, dann macht es Sinn, dass er etwas erhöht schläft, sodass eben nicht Druck entsteht auf die Atemwege, sondern alles sich ein bisschen nach unten verlagert. Natürlich, die Lösung wäre Gewicht abnehmen tatsächlich. Der zweite große Grund, warum Schnarchen im Rachen entstehen kann, ist, wenn die Mund-Zungen-Rachen-Muskulatur zu schwach ist, wenn sie erschlafft. Das macht sie bei jedem von uns, wenn wir älter werden, automatisch. Das kriegt man in den Griff mit Training. Das ist auch schon gleich die Lösung dafür, indem man ein Zungentraining macht, ein Nasenatemtraining
und eventuell sogar öfter mal Vokale aus sich rausholt, ja, A, E, I, O, U, und singt. Singen sorgt dafür, dass die Muskulatur im ganzen Rachenbereich und Kopfbereich stark bleibt. Da gibt es verschiedene Anleitungen, das könnt ihr euch anschauen. Hier auf YouTube gibt es Anleitungen, im Internet findet ihr was, was man da für Übungen machen kann, mit Zunge rausstrecken und Zunge gegen den Gaumen drücken, gibt es tolle Dinge. Ja, gleichzeitig gibt es für diese Muskulatur, fürs Muskeltraining, gibt es den Faceformer. Unter dem Begriff Faceformer findet ihr das, wir können es auch hier unten drunter nochmal verlinken. Und das ist wie so eine Art Schnuller, den man in den Mund reintut. Und dann zieht man dran und durch eine Saugbewegung versucht man, dieses Rausziehen zu verhindern. Dadurch entsteht eine ständige Muskelarbeit des ganzen Rachenmuskelkonstrukts. Und das sorgt mit dafür wieder, dass das alles gestärkt wird und nicht so leicht in sich zusammenklappt. Wenn aber andere Dinge im Spiel sind, kann das trotzdem passieren. Und das ist vor allen Dingen Alkohol, Drogen und manche Sachen, die gegessen werden, die nicht verträglich sind. Das kann mit dazu führen, dass eine Erschlaffung der Muskulatur stattfindet und man anfängt zu schnarchen. Das heißt, auch hier ist wieder wichtig, wenn man es wirklich loswerden will, sollte man diese Gewohnheiten ändern und abgewöhnen, zumindest mal für eine gewisse Testphase, um zu wissen, liegt es daran oder nicht. Und mit Testphase meine ich nicht 2 Tage, sondern wirklich mal 2, 3 Monate komplette Karenz und Umstellen des Ganzen. Wenn du natürlich wirklich wissen willst, was ist es jetzt, macht es am meisten Sinn, wenn du es testen kannst mit dem Praxis-Family-System, weil dann weißt du ganz genau, ah ja, das ist dies, das und das, das ändere ich jetzt, der Rest macht keine Ursache, also weißt du dann genau, wo du ansetzen darfst. Genau. Dann kann es natürlich sein, dass bestimmte Medikamente das auch noch verursachen, ja, Muskelrelaxantien oder Beta-Blocker oder andere können mit dazu führen, dass die Muskulatur erschlafft und dass dann hier Probleme entstehen. Auch das gilt es natürlich zu prüfen. Es gibt noch andere Komponenten, das sind sogenannte strukturelle Komponenten. Da kann man nicht so arg viel erstmal einen Ansatz gegen machen. Das sind einfach angeborene Verengungen, die da sein können, Verlegungen der Nasenwege oder Kieferfehlstellungen. Wenn der Kiefer sehr klein geraten ist, der Unterkiefer, oder ein bisschen zu weit nach hinten steht, dann kann es sein, dass da hier genau die Probleme entstehen und die Muskulatur in sich nicht diese richtige Stabilität hat, um den Rachen aufzuhalten. Hier kann man unter Umständen mit Schienentherapie und gegebenenfalls sogar mit operativer Therapie Abhilfe schaffen. Es gibt auch noch dieses Phänomen, dass es eine Hyperplasie besteht, das heißt, dass bestimmte Schleimhautbereiche im Rachenring zu groß werden oder in der Nase, ja, die sogenannten Polypen. Und auch da kann es sein, wenn sie wirklich der Grund sind, kann man sie operativ entfernen. Und wenn man Glück hat, wird es dann besser. Meistens hängen die aber zusammen mit den Unverträglichkeiten, die wir haben im Darm und mit den Problemen, die da herrschen. Und wenn wir das eine aufheben, wird das andere oft auch besser. Wir dürfen nicht vergessen, dass immer auch Giftstoffe eine Rolle spielen. Alle Toxine, die wir sammeln, spielen eine Rolle im Gesamtorganismus und können hier auch schwächend wirken, können das Nervensystem beeinflussen, sodass der ganze Körper ja auch unter Beschuss steht. Eine Sache, die ich nicht vergessen will am Ende, ist auch die Schilddrüse. Ja, hier kann es sein, dass die Schilddrüse sich vergrößert und eine Art Kropf bildet oder eine Vergrößerung hat. Und das kann auch wieder dazu führen, dass am Ende die Atemwege verengt sind und ein Schnarchgeräusch entstehen kann. Wichtig ist immer, wenn der Partner merkt, dass ihr schnarcht und er merkt, dass ihr vielleicht sogar sogenannte Atemaussetzer habt, dann ist ganz, ganz wichtig, hier mal zu schauen in der Blutchemie, ob denn das Blut noch in Ordnung ist, weil hier sieht man sehr gut, ob eine Schlafapnoe besteht oder nicht. Weil da wird es dann schon nicht mehr nur einfach eine Lärmbelästigung, sondern hier wird es dann richtig radikal an die Gesundheit oder für die Gesundheit, weil dann Sauerstoffmangel entsteht. Und der ist natürlich eklatant, vor allen Dingen fürs Gehirn, aber auch für den restlichen Körper, weil man in der Nacht dann einfach über mehrere Sekunden immer wieder mal nicht atmet. Und hier kann man dann Abhilfe schaffen mit Sauerstoff, Sauerstoffmasken und all den Maßnahmen, die wir jetzt erwähnt haben. Das heißt, Schnarchen, ihr seid nicht verloren. Ja, es gibt noch andere Tricks und Tipps, die man machen kann. Es gibt noch den Versuch, mit Nasenklammern zu arbeiten und ähnlichen Dingen. Möglicherweise funktioniert das, aber ich würde immer erstmal an den Ursachen arbeiten und nicht nur symptomatisch schauen. Und dann seid ihr da oft auf der sicheren Seite. Die Ursachen findet ihr am besten raus mit dem Praxis-Family-System. Also schaut mal hier unten, da haben wir das verlinkt. Da könnt ihr euch das anschauen und folgt uns gerne auf Instagram. Da gibt es noch ganz, ganz viel mehr Informationen von uns. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.